Ein immens wichtiges Spiel in der Porsche Arena für beide Teams. Stuttgart mit der Chance, den BAC auf 7 zu distanzieren. Und der BAC will nach 9 Niederlagen in Serie natürlich endlich mal wieder gewinnen und Stuttgart wieder mit in den Abstiegskampf reinziehen. Es ging ganz heiß her, es ging super los für die Gäste. Schnelle 5:1 Führung durch Noah Bayer, bedient von Arneson. Auch Stutzke funktionierte vorne überragend. Heinevetter bekam erst nichts zu fassen, ganz anders. Rudek hinten im BAC-Tor in Halbzeit 1 schon mit 8 Paraden. Vor allem Häfner entnervte er. Dazu kamen Ballgewinne. Der BAC war stark, wenn er im Tempo war. Das spektakulärste Tor in dieser Partie. Diese Flugshow von Noah Bayer inklusive 2 Minuten für Adam Lönn, der besorgte den Halbzeitstand von 11 zu 11. Da war klar, okay, Stuttgart lässt sich nicht schocken von dem frühen Rückstand, sondern kämpft sich zurück in diese Partie. Es war Abstiegskampf. Das brachte auch die zweite Hälfte. Immer wieder intensive Zweikämpfe. Benge gegen Rötlisberger mit der Textilprobe und so langsam wurde es offensiv etwas besser und flüssiger bei beiden Teams, die in der ersten Halbzeit fast nur von der Defensive gelebt hatten. Vujovic war Ende der ersten Halbzeit für Heinevetter ins Tor gekommen und er war ein richtig großer Faktor mit 10 Paraden, ein ganz starker Rückhalt heute. Er wird ja in der nächsten Saison die Nummer 1 sein für den TVB. Es ging hin und her, immer wieder 1-2 vor Stuttgart, dann der Konter vom BHC Ladevogert, der Kreisläufer war offensiv ihre beste Option. Bei den Stuttgartern war es nach einer schwachen ersten Halbzeit Kai Häfner, der deutsche Nationalspieler, übernahm zeitweise komplett und schoss den TVB immer wieder in Front. Es war klar, dass es wohl spannend bis zum Schluss werden würde. Häfner vorne stabil, aber der BAC fand in der Phase vor allem über Morante und seine Durchbrüche Antworten. Bis hier, 4 Minuten vor dem Ende, Stuttgart 3 vor und Vujovic mit einer ganz entscheidenden Parade gegen den freien Eloy Morante. Serrano machte dann eine halbe Minute vor dem Ende. Alles klar, Stuttgart mit einem ganz wichtigen Sieg. Ja, um ehrlich zu sein, sehr schwer gerade. Also, ich kann nur sagen, dass es sehr weh tut gerade. Ich denke, man hat heute gesehen, dass es bei diesem Spiel um sehr, sehr viel ging. Dass wir verunsichert ins Spiel gekommen sind. Der BHC sich sehr viel vorgenommen hat, dadurch der frühe Rückstand. Ja, und am Ende ist es, glaube ich, so der Inbegriff von über die Ziellinie retten. Stuttgart mit 20 Punkten so gut wie sicher. Der BHC dagegen hat absolute Endspiele gegen Balingen und Eisenach. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.